Normalerweise kennt man ihn so, als charismatischer Frontmann der Metalband Die Apokalyptischen Reiter. Doch derzeit zeigt sich Daniel Fuchs-Teumel von einer ganz anderen Seite. Friede sei mit dir, mein Freund in Ewigkeit, doch es gilt zu streiten. Ich habe den Stift als Kind nie weggelegt und einfach weitergemacht. Und meine erste Holzplatte, das ist jetzt etwa 20 Jahre her. Ich habe mal für das ACC, für die ACC-Galerie in Weimar gearbeitet, war da in Modena, Italien. Und von da konnte ich meine erste Sperrholzplatte mitbringen. Und so ging das irgendwann mal los. In der Weimarer Galerie Unartig präsentiert der Künstler seine Holzreliefs, in denen er uns auf eine kleine Traumreise durch die ganze Welt schickt. Fernab von Bauhaus, fernab von Weimarer Klassik. Eintauchen in fremde Kulturen, andere Formen, andere Farben, andere Strukturen. Das ist das, was mich interessiert, andere Sozialstrukturen. Ich habe mal eine Zeit lang im Dschungel von Australien gelebt und hatte dort auch mit Aborigines zu tun, zum Beispiel. Das war sehr prägend. Ich würde sagen, das sind die normalen Menschen, wir sind die veränderten Menschen. Also für mich ist mein Atelier extrem wichtig. Wenn ich das nicht habe, geht es immer noch hier oder mit dem Stift und Zettel. Aber das ist so Tür zu und da spielt nichts weiter eine Rolle. Keine Regeln, keine Konventionen. Wenn ich das nicht hätte, würde es wahrscheinlich gar nicht aushalten.